Alter! Alter! Vor uns erst nochmal. Ah! Volltreffer auf die Brust. Ken wird gehängt und wir werden ihn befreien. Ken, wir befreien dich. Alter! Hallihallo, hallo! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Man. Heute wieder ein Survival Selbstversuch. Armbrust versus Bogen im Ritter- und Knappenkostüm. Im Mittelalter, wollte ich sagen. Wir sind im Mittelalter. Wir sind im Mittelalter. Wir 1337. Wir haben den Zeitreisepilz gegessen und sind jetzt quasi gerade angekommen in the Middle Age. Ist schön hier. Wir haben 30 Grad im Schatten. Ich habe eine Rüstung an, die 40 Kilo wiegt. Mir tut. Und ich würde sagen, ja, nicht lange schnacken. Wir wollen heute herausbekommen, wie verhält sich so eine altertümliche Waffe. Wir haben hier den Reiterbogen, eine Armbrust und einen Langbogen. Auf ein Ziel wie Ken. Ken ist neu, aber Ken ist noch nicht richtig fit. Den müssen wir noch mal ein bisschen schick machen. Im Mittelalter hatten die alle Bärte. Also wir haben den Mythos Kettenhemd. Jetzt erzählen immer alle, ja, da geht nichts durch und so. Wir haben Ken eins angezogen, er steht da schon bereit und wir haben etwas, Achtung, sogenannte Halbmondpfeile, mit denen kann man angeblich Seile zerschießen. Ob das funktioniert, kriegen wir raus, wir haben Seile, wir haben niemals. Oder man hat auch gesagt, Sehnen von Tieren, also die Hinterläufe, damit die Reiter von den Pferden fallen und so. Ziemlich brutal, das aber nicht brutal. Wir testen heute erstmal so weit wie ein Seil. Ein Seil erstmal. Okay, ja, erstmal ein Seil. Leute, ihr macht euch keine Begriffe, es tut so weh. Und ich hab Rücken. Es ist so schwer. Los. Episch. Ich sichere den rückwärtigen Raum. Soll ich das aufschießen? Schieß das mal. Nee, ich hab noch eine Möglichkeit. Den kriegst du schon mal nicht, weil den hab ich. Also da. Boah, du Hu! Was denn? Alter, lass doch den Gummi nicht so schnippen, du Pisser. Ist das besser, ja? Ja, so. Guck mal, jetzt mal auf den Alter. Ja, ja. Alter. Alter, du kriegst gleich die Rüstung. Weißt du, wie schwer die ist? So. Na, gucke. Martin der Weise und Fritz der Knappe. Knecht. Werden jetzt versuchen, mit unseren Waffen dieses Kettenhemd zu durchschießen. Ich sage, du bist sicher. Vor den Waffen, die wir haben, bist du sicher. Okay, ich sage, du hast mit dem Langbogen nicht geschossen. Okay, kriegen wir es raus. Dafür sind wir heute hier. Reiterbogen oder Langbogen eigentlich? Na, erstmal Reiterbogen, dann Langbogen. Ich würde sagen, dass der Reiterbogen mehr Bums hat als der Langbogen. Echt? Ja, aber erstmal Armbrust. So geht das jetzt hier, oder was? Soll ich jetzt schießen? Du wartest noch. Ey, die haben auch so gemacht, ne? Mit ich weiß, haben die ich weiß nicht, wie die gemacht tatsächlich, haben. Tatsächlich, also du schießt so eine alte Armbrust, schießt wie eine Panzerfaust. Also, are you ready, my friend? Okay. Kann ich? Ja. Ich treffe erst. In 3, 2, 1, Ken! Oh. Also, das Wichtigste ist, ich habe schon mal getroffen. Du hast den Oberschenkel getroffen. Pass mal auf, nimm dir mal einfach schon mal den Langbogen, ich nehme den Reiterbogen. Alles klar. Wir haben hier auch noch verschiedenste Pfeilsorten. Pass mal auf, wir haben hier einmal krass geschmiedete Spitze für die Jagd. Und du hast da drüben original Bullets. Auch aus der Zeit, ne? Die Pfeile sind tatsächlich echt. Bist du bereit? Ich versuch mal. Du bist doch Robin Hood, Alter. Du schießt das doch so vorne drauf und nicht auf der linken Seite. Digga, halt mal deinen Schnauze. Ich mach wirklich jetzt. Ja, sag ich doch. Voll daneben. Ich kann nicht zielen, ich hab eine Rüstung an. Alter! Ja, ne, du musst ja aufs Kettenhemd treffen. Alter, Dulli. Alter! 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 Das Ding ist durch. Ich hab dir gesagt, dass das sind keine Spielzeuge. Ja, mach, du musst noch, du musst noch. Ich muss noch. Du musst noch, du musst noch. Das ist doch eh nicht. Läuft die GoPro. Ach, okay. Alter! Lass ihn! Oh, holy shit! Aber. Ja, hat er zerstört, er ist durchtrennt. Du hast ja selbst die Ringe durch. Durchtrennt. Hä? Naja, auf jeden Fall. Also. Ich hab mich überrascht. Und ich das auch. Ist übrigens auch ein. Also das hier gefällt mir auch gut. Ja, das ist halt Martin, ne? Ja, The Handman's Tale. Du, hätte ich nicht erwartet? Ich auch nicht, definitiv nicht. Vor allem beide. In der Armbrust, warte mal. Warte, Armbrust? Da. Auch kaputt. Auch kaputt. Alter. Hä, alle drei haben es durchtrennt. Bevor wir jetzt auf die Rüstung schießen, was ist mit so einer Melone oder mit so einem Wasserbehälter? Dafür sind wir heute hier. Wir kriegen es raus. Es gab damals im Mittelalter aber keine Melonen und keine Wasserbehälter. Nee, wahrscheinlich gab es keine Melone im Mittelalter oder was. Die gab es erst, die wurden... Die gab es nicht in unseren Gefilden, weil in unseren Gefilden hat die nicht gewachsen. Aber hast du Vikings geguckt, wie die überall Seidenstraße, dies, das, Handel, wo die überall unterwegs waren? Ja, hast du recht. Oder glaubst du, dass es vielleicht die Melone erst ab 1900 in einer industriellen Revolution gab? Ich würde so lachen, wenn es diese erst wirklich tatsächlich so spät gab, weil die gezüchtet wurde. Weil aus dem was? Aus dem Mandarine oder was? Danke, lieber Knecht. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Ja, sag mal. So eine Tische hatten die Mittelalter noch nicht. Knecht, halte deines Amtes. Feuere auf die Melone, nicht auf die GoPro, bitte.
So, nämlich durch. Holy moly. Holy moly. Da lag ich wohl ein bisschen falsch. Knecht Ruprecht, walte deines Amtes. Das war schon wieder die Gruppe. Hör auf damit. Ich stell dich da rüber. Digga, ich kann mir kein... Das ist, ich mach das ja nicht mit Absicht. Nee. Ich sag dir, der Reiterbogen hat mehr Bums als der Langbogen. Während Fritz gerade die Pfeile holt, ist mir was eingefallen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, ob man damit 24 Stunden 100 Kilometer schafft, Mammutmarsch in Ritterrüstung, dann jetzt Kanal abonnieren. Ich probier's aus. Selbstversuch ist incoming. Holy moly, der war knapp. Oh, ich hab sie getroffen. Oh, ich hab die Melodie gestriffen. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss die Rüstung ausziehen, Leute. Zieh mir jetzt die Rüstung aus, bitte. Beeil dich bitte. Vorerst erst noch mal. Aber den Rest kannst du anlassen, oder? Hä, nein, hä? Na, was willst du? Willst du jetzt. Ja, nee, zieh dir eine Jogginghose an. Ist okay. Mach mal Armbrust versus Boden-Jogginghosen Edition. Ist okay, komm. So, Lemmich. Und jetzt kommst du. Ja, war gut. Ja, gut, der ist durch. Der war stark. Geiles Feeling. Der war stark. Also ein schönes Trefferbild auf jeden Fall. Mhm. Du warst ja relativ dicht dran. Sagen wir es mal, wie es ist. Hätte ich nicht erwartet, aber ich glaube, der Reiterbogen hat insgesamt einfach viel mehr Bums als der Langbogen. Es fühlt sich ich habe mit dem nicht geschossen. Der Langbogen ist... Wir machen mal jetzt Folgendes. Wir ist nehmen aber auch ein Kinderbogen, glaube ich. So, Kameras sind neu ausgerichtet. Wir haben gerade selber auch einen Schluck Wasser getrunken. Bei der Hitze absolut wichtig. Ich habe die Befürchtung, das habe ich auch gerade schon zu Fritz gesagt, dass der Pfeil wie bei der Melone einfach durchbällelt. Wollen wir nicht einfach eine zweite hinstellen? Besser ist es. Perfekt. Deinen Bogen nicht vergessen. Ich habe noch nie mit dem Langbogen geschossen, das ist mein allererstes Mal. Reiterbogen finde ich übrigens sehr, sehr geil. Panzerfaust, ja. Anvisiert, leicht drüber halten. Jawohl, ey, first try und Treffer. Hey, Scharfschütze. Geil. Wir legen mal schnell nach, weil sonst geht die Flüssigkeit raus. Willst du jetzt schnell. Stimmt, wir müssen jetzt auf Speed gehen, ne? Ja. Wegen der Flüssigkeit. Leute, schreibt mal in die Kommentare ganz schnell. Ganz schnell, bevor das Wasser raus ist, in die Kommentare jetzt reinschreiben. Pfeil links oder Pfeil rechts? Ne? Also außen oder innen? Also bei mir ist ganz klar hier. Boah, ich hab getroffen, aber Alter, abgeprallt. Hab ich gerade oben durch die Ösen durchgeschossen? Du hast durch die Ösen geschossen. Und durch den Henkel oben? Nee. So, so muss das aussehen. Alter, geisteskrank. Schade! Ja. Sauberes Trefferbild. Alter, der war richtig gut. Ja, letzter Schuss jetzt hier von mir. Das ist heftig. Geil. Also entweder liegt, nee, es muss ja am Pfeil liegen, weil es war exakt die gleiche Entfernung. Es waren nur zwei unterschiedliche Pfeile. Es liegt am Schützen. Der, sagen wir es vielleicht einfach mal es so. Es geht doch darum, dass der weiter durch ist als der andere. Darum ging es mir jetzt. Guck mal, der ist ja fast... Ein Drittel weiter durch als der andere. Ja, ne, da liegt also ist die Klinge hier, dieser Fleisch. Ja, klar, weil die direkt aufschneidet. Richtig böse. Die andere drückt nur. Ich bin tatsächlich überrascht, wie zielgenau die beiden Bögen arbeiten. Ich dachte erst, dass Fritz vielleicht ich das. Ich hab halt hier durchgeschossen. Ja. Pfeile einsammeln und dann, was ist nächstes? Was ist denn mit der Ritterrüstung? Machen wir die Ritterrüstung jetzt oder machen wir noch was anderes? Schild, bitte? Wir werden jetzt dir ein Seil aufspannen, deshalb hängt auch dieser Galgen hier. Stell dir vor, du hängst am Galgen und es kommt auf deinen Präzisionsschuss an, dass du denjenigen vom Galgen rettest. Ken wird gehängt und wir werden ihn befreien. Echt? Ja. Ist es überhaupt möglich, damit ein Seil zu durchtrennen oder nicht? Du sagst nein. Ich sage, es ist wahrscheinlicher, mit so einem das Seil zu durchtrennen, als mit diesem Halbmond. Wie kriegst du raus? Let's go, der Hase. Das ist nur zur bildlichen Darstellung. Was glaubst du? Schaffen wir es, Ken zu retten oder schaffen wir es nicht? Ich glaube, wir werden es nicht mehr ansatzweise schaffen, dieses scheiß Seil zu treffen. Okay, wir probieren es. Du schießt aber mit den Halbmond. Nein. Ich reife die ganze Zeit mit der Armbrust an. Geh mal bitte zur Seite. Sicherheit am Set, bitte. Martin, ich bin nicht sicher, aber... Markus, tut mir leid, jetzt schon, sorry. Scheidefolie. Ja gut, es ist halt dann wenigstens ein schnellerer Tod. Gerettet hat sie das nicht. Aber man kann festhalten, die Nase hat einen ordentlichen Cut hier. Versuch Nummer 2.
Das war schon wieder am Bart, oder? Das war schon wieder der Bart, ja. Bin erst der Zwillentyp. Martin. Können wir ihn nicht noch ein Stück runterlassen? Weil dann muss ich nicht immer so weit laufen. Ken, wir befreien dich. Alter! Ich saß hier, Alter. Was war das denn? Der war wirklich frontal drauf. Der ich kann war dir sagen, was passiert ist. Einfach so was passiert. Ja, abgebounced, der wurde weggeschickt. Einfach nur abgebounced und dadurch ist durch die Spannung das rüber. Okay, cool. Aber es hat ich nehme jetzt den Reiterbogen, weil ich glaube tatsächlich, ich habe mit dem Reiterbogen viel mehr Bums als mit dem. Das glaube ich allerdings auch. Was machst du jetzt? Höher. Noch halb Nägel. Okay. Noch halten die Nägel. Okay. Wir haben es doch eh einmal ausprobiert. Wir haben es getroffen. So. Mich würde mal was anderes interessieren. Ja. Dann mach doch einfach mal hier, den hier. Guck mal, so. Guck mal. Nee, ne? Das ist Quatsch, ey. Das kannst du vergessen. Da hast du richtig so die lange Schneide. So also dieser Mythos, ich glaube eher, dass es dabei um Fleisch ging. Ich glaube, wenn du einen frischen Pfeil hast und damit auf Hasenjagd oder sowas geht, weil ich glaube, dafür war es auch gedacht und nicht zum Retten von Leuten von Galgen oder Zugbrücken durchzuschneiden. Mythos für mich erstmal nicht belegt, aber auch nicht zerstört. Das ist so ein Mittelding. Wir haben es hier nicht hingekriegt, aber trotzdem spannend zu sehen. Unser Galgen ist Fritte. Ey! Ritterrüstung. Wir ziehen Ken jetzt die Rüstung an. Oder dir? Mir nicht. Weil ich würde sagen, erst mal trinken vorher, oder? Man sieht, mein Wasser ist schon wieder weg. Ich trinke jetzt was und dann ziehen wir Ken die Rüstung an. Und ich bin gespannt. Was glaubst du? Nee, kommt nicht durch. Nee? Nein. Ich glaube, wir... Also du wirst einen kleinen Impact zu haben, keine Ahnung was, aber das Ding geht nicht durch. Ich glaube, der Bolz ist gefährlich. Ja. Wie kriegst du raus? Während Fritz weiter aufbaut, gönne ich mir auf jeden Fall erstmal eine vollwertige Mahlzeit aus der Flasche. Zwischendurch ganz easy, ganz schnell. Denn du kannst mal viel Wasser trinken, aber irgendwann schwemmt es dir alle Nährstoffe raus. Und hiermit bekommst du quasi wieder Nachschub, kannst dich wieder konzentrieren, bist voll dabei. Und wir machen hier gleich weiter und wollen wissen, ob man durch eine Rüstung schießen kann. Wenn ihr noch nicht probiert habt, ey, dann wird es jetzt höchste Zeit. Ausprobieren. Einfach Link in der Beschreibung, reingehen, draufklicken, kurz Survival-Money benutzen. Ihr spart 10%, unterstützt damit mich und geisteskranke Projekte, die kommen oder bestehen. Sowas wie heute zum Beispiel. So, Fritz ist, glaube ich, fertig. Wir fangen an. Für den letzten Schuss setze ich mir einen Helm auf. Halt mal dich da unten verdeckt. Robin Hood ist wieder. Volltreffer auf die Brust, das wäre das Herz gewesen. Hab's gleich. Mittelalterliche Panzerfaust. So, was ist jetzt los? Das war Herz. Ich will noch was. Das macht Bock. Ich glaube, man sieht eine Delle oben auf der Brust, ne? Nicht mal von mir direkt. Die Delle. Oben rechts von mir. Die habe ich gerade gemacht. Okay, ich versuche mal den Bauch. Das ist so. Ich wollte. Er kriegt so den Headshot. Alter. Der war von der Armbrust. Den hier hab ich gemacht. Okay, krass. Gut, ich würde noch mal bitte nachsetzen, auch mit dem Langbogen. Ich habe mit dem Langbogen noch gar nicht. Okay, ich gehe auf Bolzen. Ich auch, Armbrust. Und Langbogen. Hatten wir noch nicht. Bin gespannt. Okay, dann geh mal auf normal. Geh mal auf normal. Auf Brust. Das war Kettenhand. Oh. Siehst du? Sauber. Bauch in Bauch. Der war gut. Der war Solar Plexus, ne? Der war Solar Plexus, ja. Der war richtig gut. Auch gut. Bauch in Bauch. Lass mal noch einmal gucken. Guck mal, der hier ist krass, der ist durch. Der ist heftig, der ist durchgegangen. Das war Fritz, ne? Ja, das war meiner und das war der andere. Das war auch deiner hier. Ja, das waren die Armbrustbolzen. Das waren die Armbrustbolzen und das war der vom Langbogen. Krass. Das war auch vom Langbogen. Und das ist. Ja. Das auch. Gut. Fritz, was hat uns dieser heutige Tag gezeigt? Fritz. Dass wir beide richtig einen am Zaun haben. Und ja. Du ganz besonders. Ja, wir haben beide einen am Sender. Das steht jedenfalls fest. Nochmal lieben Dank an den Mythalon Store, dass sie uns die ganze Sache zur Verfügung gestellt haben. Mir vor allen Dingen das Vertrauen in uns gesetzt haben, wie einfach alles kaputt machen. Das wird eine teure Rechnung, da bin ich mir sicher. Grüße gehen raus an Markus, es tut mir leid. Aber wenn ihr Lust bekommen habt, etwas Mittelalterliches zu kaufen oder auch zu tragen oder auszuprobieren oder was auch immer, dann Link in der Beschreibung, gönnt euch. Vielen lieben Dank, geht da nochmal raus. Ja, die Waffen natürlich, ganz, haben wir ja gesagt, sind eigentlich Lab-Waffen.
LARP ist, glaube ich, Real Action Roleplay irgendwas. Da geht's halt auch. LARP, da geht mit L. Real Action. Ist auch egal. Da wird halt ein Szenario nachgestellt und die bekriegen sich halt und da gibt's halt so Pfeile mit Schaumstoff vorne dran. Ja. So, da, die Waffen sind natürlich genau dafür gedacht. Aber wir haben heute, finde ich, wir haben schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Ist da draußen irgendjemand, der tatsächlich echte altertümliche Waffen hat, würde ich es trotzdem nochmal in einem Livestream probieren. Ich lade dich dann ein, wenn ich welche bekommen habe und wir ballern nochmal auf alles, was geht. Freunde, natürlich auch bei Fritz vorbeischauen, Kanal abonnieren, auch den Fritz-Live-Kanal, denn er reagiert auf meine Videos. Es ist nicht toll, ich mache den Content, er reagiert drauf. Wir haben uns lieb. Du hast doch das Wort. Achso, ja. Wer schwitzt, stirbt. Survival macht ihr euch lieb. In diesem Sinne, sagen wir zusammen. Ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.